YouTube. Ich weiß, ihr da draußen auf YouTube, ihr steht auf meine coolen Horror-Let's Plays und deswegen gibt es davon mehr. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann kann ich euch nur dazu raten, mir eine kleine Bewertung dazulassen, gerne auch einen gruseligen Kommentar schreiben und natürlich Link dazu in der Videobeschreibung auf Twitch vorbeischauen. Wir schauen uns heute ein spanisches Indie-Horrorspiel an namens Luto, The Choice. Die Demo ist nicht beinhaltet in der Vollversion. Also was wir hier spielen, werden wir in der Vollversion nicht sehen. Das ist was Separates, so eine Art Prototyp. Soll aber ziemlich geil sein. Und soll optisch irgendwie auch extrem reinwämsen. Also schauen wir es uns mal an und starten die Demo. Psst. Shiba, dankeschön. Und ich bin drin. Und schon bin ich drin. Wow. Ich hoffe, mein Rechner packt das. Oi, das sieht aber wirklich sehr, sehr gut aus. Da, doch, ist hübsch. Ist wirklich sehr, sehr hübsch. Was haben wir denn hier? Eine Zeichnung von einer Tür mit Kisten im Hintergrund. Auf I sehen wir unser Inventar. Wir sind in einem edlen Anwesen, einer spanischen Villa mit Telefon. Space. But of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. What? Okay, das ist schon mal irgendwie sehr unangenehm vom Klang und ich bin nicht mehr in dem Zuhause, in dem ich eben gerade war. Ich befinde mich an einem unheimlichen, mysteriösen Ort. Ich glaube, ich sollte die Polizei rufen. 911. Telefon ist tot. SOS. Telefon ist tot. Rear, dankeschön. Black Little Panda, dankeschön. Und Armon the One. Dankeschön. Eine Taschenlampe wäre jetzt ganz edel. Warum hängen hier überall Ketten? Riesige Ketten. Okay, irgendwas ist vorgefallen. Hab ich ein Kind verloren? Der Klassiker, ne? The Call, der Anruf. Was ist das hier? Ach. Muss das hier hin? Der Weg ist offen. Ich brauche mehr Bilder. The Choice. Okay. Ist das richtig? Ist das korrekt? Naja, ich kann es nicht mehr anders auswählen. Was sehen wir denn hier? Der Flur ist voll mit Kisten vom Umzug. Diese Zeichnung sollte nicht in dieser Box sein. Wer hat angerufen? Nirgendwo. Ist dies hier nicht ein normales Haus? Wieso riecht es hier nach Eisen? Okay. Ah, guck mal hier, Gizmo. Und Superman. Und, Attack on Mars? Nee, wie hieß es nochmal? Mars Attack. Mars Attack. So hieß es. So rum. Mars Attack, oder? Oh, eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe finde ich gut. Tür ist zu. Aber wohin dann, wenn die Tür hier nicht funktioniert? Verdammt, das ist ja riesig. Schaut euch das mal an. Oh
Okay, ich habe noch eine Zeichnung gefunden. Was ist das? Ein blaues Geschenk. Ein blaues Geschenk. Ein Fernseher. Das ist so ein Fernseher, wo man sogar so eine Videokassette reinschieben kann. Cool. So einen hatte ich nie. Hätte ich voll gerne gehabt. Hallo? Irgendjemand hier? Hier ist alles zu. Und auch alles zu gemüllt. Okay, warte mal. Von wo sind wir hier? Hier sind wir gekommen. Hier geht's auch noch hin. So viele Wege. Was ist das? Die Wände siffen. Ein Auge. Ich muss da rein. Aber wie komme ich da rein? Denn da ist die blaue VHS. Die hätte ich ganz gerne. Eine Menge VHS. Was ist das da? Da ist auch irgendwas. Auch eine VHS. Jabial, guten Abend. Oh nein. Oh nein, ich habe keinen Bock in den Keller runter. Will man in den Keller runter? Also ich nicht. Was war das denn? Fibres? Triggert man den immer? Wahrscheinlich gegen den Gestank hier unten. Help. Help. Alter, was ist das für ein unheimliches Foto? Ich bin verloren. Hilf mir. Es gibt kein Entkommen. Okay, wie kriege ich die Tür auf? Okay, das ist ziemlich abgefuckt. Kann man das irgendwie abstellen? Was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Gemälde. Ha! Es reagiert sogar nochmal. Ich scheine wohl echt zu stinken. Moment. Psst, hey! Wow! Black Phantom, Dankeschön, Weihnachtsgeschenk! What the fu, Alter. Moment, hier war ich doch noch nicht. Alter, scheiße. Echt jetzt? Okay, wir sollten vielleicht einfach rennen. Oh no! What the? Sehr vorsichtig mit diesem Ort. Es ist einfach hineinzukommen. Was zur Hölle? Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, das ist ja voll der Trip. Psst, hey! Katzentapser! Frohe Weihnachten auch dir, Dankeschön! Ein Smiley. Habe ich noch meine Taschenlampe? Ich habe noch meine Taschenlampe. Stellt euch mal vor, sowas gäbe es wirklich.
die verschwindet einfach. 522. Zeichnung eines dunklen Pfads. Das Ding sieht aus wie... wie der Post-it mit dem Smiley, ne? Das ist es, woran ich mich erinnere. Nichts Originelles oder Eigenes für eine lange Zeit gemalt. Zeichnete einfach nur die Filme, die er mochte, immer und immer wieder. Ich verstehe nicht, warum er weitergezeichnet hat. Psst, das war gar nichts, das sein Alter, das seines Alters entsprach. Es schien, als würde er irgendwie in der Vergangenheit feststecken. Er sah glücklich aus, aber wieso? Dankeschön, Avari! Er wurde allein zurückgelassen, niemand hat ihm Beachtung geschenkt. Nach all dem, was er durchlebt hat, sollte er nicht weinen. Das ist was, woran ich mich erinnere. Wieso hasse ich dich? Selfish. New Film. Ein neuer Film. Okay, kann ich hier... Okay, ich glaube mal, das muss hier hin. Keine Ahnung, das hier hin? Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir diese VHS benötigen. Hat sich irgendwas verändert? Können wir irgendeine Tür öffnen? Nee, die Tür ist immer noch zu. Der Fernseher ist auf jeden Fall wichtig. Wir müssen uns irgendeine VHS angucken. Und hier sind irgendwelche Symbole dran. Wie hängt sich denn so eine Kunst in die Bude? Hat sich hier was verändert? Ist alles so surreal. Okay, ich war hier und hier kam... der Geist. Und der ist jetzt weg, oder was? Moment, der hat mich hier in den Keller geworfen. Aber hier war nichts, ne? Hier war wirklich nichts. Hör auf, mich anzusehen. Ha. Ja, und hier ist Ende. Nein, mir fehlt noch ein Bild. Also noch können wir das Rätsel hier... Moment. Was war auf dem Ding drauf? 522. Ich habe ein Telefon. Vielleicht... vielleicht bringt mir die Nummer irgendwas. Ha. Vielleicht ist es 074522. 074522. Probieren wir es. 07. Moment. 0 7 4 5 2 2. I spy with my little eye. A little thing. And a little. I spy. What the fuck? Okay, irgendwas fehlt noch.
Habe ich irgendeine Zahl übersehen, Chat? Warte mal, wo war das Kinderzimmer? Hier war die verschlossene Tür. Dann muss das wahrscheinlich wirklich hier hin. Ja. Left or right? Muss das vielleicht hier hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt ein Bild noch. Galbart, dankeschön. Für deinen Sub. Okay, schauen wir mal oben. Einzige, was wir noch machen können im Moment. Wie komme ich durch diese Tür hier? Da liegt ein Bild, da liegt eine VHS. Oh Gott! Holy shit! Your dream is falling. Oh nein! Was? Was? Unser Traum ist gefallen. Psst, hey! Farina, dankeschön für eine kleine Flüsterei. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was auf der VHS drauf ist. Okay, wo war das? Das war hier. Psst, hey! Johannes, danke! Was ist das? Eine Pyramide? Pyramidenschlüssel. Schatulle 725. 725. Chat, merken. 725. Kann man das nochmal sehen? Okay, irgendwo hier ist ein Schlüssel. War das da hinten? Alles klar. 725. Ich hab die Schatulle doch schon mal gesehen. Kam mir so bekannt vor. Wo haben wir die Tür mit der Pyramide gesehen? Die haben wir doch auch schon irgendwo gesehen. Aber wo? Hier lang? Bei dem Keller unten? Ja. Aber wem soll ich helfen? Sieh nach unten, nichts. Sieh nach oben, nichts. Gott, das ist richtig abgedreht.
Das ist richtig, richtig abgedreht. Ist das die Tür? Wo bin ich jetzt? Die Schatulle. 725. Oh mein Gott, eins fehlt. 7. Na gut, wir könnten es erraten. Oder auch nicht. Ha. Funktioniert schon mal nicht. Gab es eine andere Reihenfolge? Ist die erste Zahl falsch? Was war das? Was war das? Oh Gott! Alter, diese verdammten Betttücher sind echt widerlich. Und irgendwie originell, ne? Es sind Betttücher und wir haben irgendwie Angst vor denen. Ich probiere mal, ob das die letzten Zahlen sind. Schon mal funktioniert. Scheiße, wo bin ich? Okay, ich habe eine neue Tür, aber ich habe auch eine Zeichnung. Warte mal, wir machen erstmal die Zeichnung. Also die Atmosphäre in dem Spiel ist echt extrem erdrückend. Warte mal. Ich sag, hier kommt das hin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier hinkommt. Oh, tut es. Okay, was haben wir hier? Hinter diesen Dielen ist ein dunkler Ort. Es ist leicht, dahinter verloren zu gehen. Was liegt hinter dem Licht? Alles wegen dem ungewollten Geschenk? Wandern unter Fremden. Ich glaube, ich möchte etwas zurückgeben. Links oder rechts? Welche Wahl wird eine gute sein? To be happy. Um glücklich zu werden. Okay, wo war jetzt die Tür? Moment. Die Dielen sind weg. Darf ich gehen? Bin ich frei? Ich trau der Scheiße nicht. Oh, verflucht. The Choice. Oh Mann, was nehme ich denn? Sieht beides mies aus. Links oder rechts? Ich nehme... links. Ich nehme links. Oh nein, an meiner Tür hat's geklingelt. Ich wähle links. Kann ich nicht. Will er nicht. Er zwingt mich zu rechts, oder was?
The Choice. Oder muss ich da irgendwas reinlegen? Ich kann hier nichts machen. Nee. Ich kann hier nichts machen. Vielleicht brauchen wir irgendein Objekt, irgendeinen Gegenstand. Eigentlich brauchen wir doch das blaue Geschenk, oder? Aber wo finde ich das? Was habe ich hier noch alles im Inventar? Ich habe immer noch den Schlüssel. Ich muss nur die Tür finden mit dem Schlüssel. Hier drüben. Yes. Okay, die Reise ist noch nicht vorbei. War es so schmerzhaft? Sorry, sorry, sorry. Es tut mir leid. Was war das? Was war das? Oh, scheiße. Oh mein Gott, diese Bettlaken. Irgendwie so oldschool, aber trotzdem mal was anderes. Wir kommen schon auf ganz normale, traditionelle Geister im Lakenlook. Moment. Ich laufe doch hier im Kreis, oder? Ich laufe doch hier im Kreis. Das Spiel will mich irgendwie verwirren. Folge den Kerzen. Alter. Ich hasse die Dinger irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh no. Okay, ich hab's gefunden. Das ist doch sowas von der Falle. Das ist doch sowas von der Falle. Ich heb das auf und ich bin tot. Oh mein Gott, alle Kerzen gehen an. Okay, wie war der Weg hier raus? Ich glaube einfach den Kerzen folgen. Ich glaube, ich muss einfach nur den Kerzen folgen. Aber ganz im Ernst, was ist das für ein Ort? Ich meine, man sieht nach oben und es endet einfach nicht. Oh shit. Oh shit. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ihr könnt mich mal, ihr dämlichen Bettlaken.
Die Geräuschkulisse ist irgendwie extrem unangenehm. Erinnert so ein bisschen an Madison. Jeder Sound ist irgendwie anspannend. So, welche Seite nehme ich jetzt? Ich habe mich für links entschieden. Links fühlt sich irgendwie richtig an. Und auf meine Entscheidung kann ich eigentlich immer vertrauen. Ich wähle eigentlich immer chronisch die Falschen. Na dann. Hilfe! Ist das ein Scherz? Habe ich gewonnen? Kann ich hier entkommen? Entscheidung, Entscheidung. Hier war keine Entscheidung. Hast du es geschafft? Habe ich es geschafft? Oh mein Gott, ich bin wieder am Anfang, ne? Aber ich bin immer noch in diesem verfluchten Dreckshaus. Nur diesmal ist keine Musik hier. Und auch kein Telefon, das bimmelt. Okay, komme ich hier jetzt wirklich raus? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich sollte einfach gehen. Ach, na gut, ich gehe ans Telefon. Hallo? So, what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Nein. Hat sich irgendwas verändert? Ich weiß nicht. Das Bettlaken. Ah, Scheit! Was sind das für merkwürdige Steine? Ich glaube, du kommst hier nie wieder raus. Ich glaube, du kommst hier nie wieder raus, nicht wahr, Mr. Monkey? Gott, ist das ein hässliches Spielzeug. Igitt! Also wie jemand... Also wenn jemand seinem Kind sowas schenkt... Dann hat er es irgendwie verdient, im Limbus zu landen. Ja, was mache ich jetzt mit dem widerlichen Ding? Ist die Tür offen? Oh, Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich habe dich gewarnt. Danke fürs Spielen. Go to Steam. Exit to Main Menu. Das war's. Also ich muss sagen, die Atmosphäre von dem Spiel ist schon irgendwie cool. Ja, es hat irgendwie eine coole Atmosphäre.
Es könnte was werden. Ich fand auch diese Bettlaken irgendwie extrem stylisch. Also das haben die schon optisch ganz cool hinbekommen. Ja. Wann das Spiel rauskommt, keine Ahnung. Es steht, glaube ich, kein Release-Datum da. Aber es sieht auch sehr gut aus. Also optisch sieht es echt nicht schlecht aus für so ein Indie-Game. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und könnte mir gut vorstellen, dass ich es mir holen werde. Warum nicht, ne? Das war Luto. The Choice Demo steht für sich alleine. Ist kein Inhalt der Vollversion. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Bewerten.